Das ist jetzt kein Scheiß, Mann! Wo bist du denn? Nicht wieder rauszugehen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lauf, 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 lauf! Wir sehen jetzt live, wie Herr Survival mal in seinen Reifen spottet. Die Nacht war kalt. Fritz! Fritz! Aber niemand sagt dir, was los ist. Das ist das Radioprogramm für eine Einmeldung. Das Amt für Katastrophenschutz bittet alle Menschen, sich in ihre Wohnungen zu begeben. Fenster und Türen sind unbedingt geschlossen zu halten. Das Verlassen der Häuser ist nur nach Aufforderung erlaubt. Warten Sie auf neue Informationen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun weiter im Programm. Ach du Scheiße! Oh Gott! Ich muss Fritz anrufen. Komm, geh ran, geh ran, geh ran! Jo, Fritz, pass auf, gar nicht lange. Hast du die Ansage im Radio mitgekriegt? Nee, ich bin gerade auf dem Weg zum Bäcker. Was ist los? Ich glaube, es geht los. Ich glaube, wir haben. Es ist ja. Ich hab ein ganz, ganz blödes Gefühl. Die Leute, da geht es darum, wir sollen alle nach Hause und nicht wieder raus. Und pass auf, wir machen so, wie wir vereinbart hatten. Du packst deine Sachen ein und wir treffen uns am vereinbarten Ort. Und zwar so schnell, wie es geht, okay? Das ist jetzt kein Scheiß. Das ist jetzt kein Scheiß, Mann! Wo bist du denn? Zu Hause, aber gut, okay, ist ja nicht weit. Also pack jetzt mein Zeug und dann fahr ich direkt dahin. Genau, so schnell es geht, ja? Und pass auf, dass dir niemand folgt. Und beeil dich. Auf Zipkeleberweg nach Westen Richtung Klosterm. Oh, die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich in ihren Wohnungen zu verschanzen, nicht wieder rauszugehen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aber niemand sagt hier, was los ist. Wir hatten mal ausgemacht, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und glaub mir, es fühlt sich verdammt danach an. Machen wir den Schritt nach vorne und nehmen unsere Autos. Jetzt wird's ernst, oder was? Jetzt wird ernst. Die Kacke ist am Dampfen. Freunde, natürlich ist die ganze Sache hier nur ein Szenario, aber so ungefähr könnte es ablaufen, wenn tatsächlich der Ernstfall ausbrechen würde. Wir beide würden quasi uns an einen geheimen Ort treffen und jetzt wollen wir mal gucken. Ist es alles nur Gelaber und Theorie oder wie kommt man wirklich klar? Wie sind wir ausgerüstet? Wer die Videos noch nicht gesehen hat, bei Fritz vorbeischauen, die G-Klasse angucken, den Umbau und bei mir vorbeigucken, das Prepper-Van-Experiment. Wir sind bei Teil 3 angekommen. Ich würde sagen, damit starten wir und... Freunde, die größte Gefahr bei so einem Szenario ist immer der Mensch. Deshalb raus! Aus der Zivilisation rein in die Wildnis. Genau, los geht's. Maya geht ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Sie gönnt sich ein Schittöchchen. Und ich werde jetzt eine Funkverbindung mit Fritz erstellen, damit wir unterwegs halt nicht an den Handys hängen müssen. Quasi ein bisschen an ein Funkgerätski. Fritz, alter Otte, bist du jetzt bald fertig da oben? Guck mal hier, Funkgeräte. Komm mal runter. Schon mal so einen blauen Himmel gesehen? Ja, ja, von wegen hier Frühling und so. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test 1, 2, 1, 2, 1, 3. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Und ich würde sagen, wir brechen auf und machen uns jetzt auf die Okay, dann mal los. Hast du mir gerade ins Mikrofon gepupst? Gut, dann starten wir jetzt quasi auf in die Wildnis. Okay, dann meine Fritze Maya, habe ich noch mitnehmen, oder? Achso. Maya, komm, einsteigen. Das ist hier ein Notfall, das ist hier ein Szenario! Los, 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 los! Einsteigen, einsteigen, einsteigen! Lauf, 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 lauf! Sollte mal die Funkverbindung mit Fritz abflachen oder nicht mehr zustande kommen, habe ich hier noch ein anderes Hilfsmittel. Fritz, ich muss pinkeln. Hört man das gut? Ja. Super. Vielen Dank, Leute, für eure geilen Kommentare und viel Kommentare vor allem. Ich habe mich mega gefreut und tatsächlich habt ihr recht gehabt. Ihr habt begründet, klar, Wasser findet man in der Natur, Treibstoff auf keinen Fall. Deshalb habe ich mich auch definitiv für Treibstoff entschieden. Einmal da der Zapfhahn und einmal hier der Zapfhahn. Thank you.
Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir die Zivilisation hinter uns gelassen und befinden uns nun in der Wildnis und sind auf der Suche nach einem sicheren und vor allem unentdeckten Platz, wo wir uns niederlassen können und wir sicher sind. Vorerst. Freunde, wir sind da. Mitten in der Wildnis. Ich muss euch kurz zeigen, wie schön das hier ist. Sind nicht freilich? Also, kann man es aushalten, würde ich sagen. Oh, und weit und breit keine Menschen. Im gleichen Atemzug habe ich festgestellt, dass mein Auto extrem schräg steht. Wenn man mal genau guckt, sieht man das. Das heißt also, wenn ich schlafen wollen würde, würde ich halt immer so nach vorne kippen. Und das ist halt mega ungesund. Ich habe leider keinen Flaschenzug, so wie Fritz. Das heißt, ich werde mir jetzt hier unterm Vorderrad was drunter packen. Ein Stück Holz oder ein Stein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss jetzt mal die Umgebung absuchen. Und dann wird das da drunter gebastelt. Was könnte was sein hier? Das Ding hier? Ja, guck mal. Da oben drauf gefahren. Musst du mal gucken, wie du das machst. Du Bescheid, wenn es gerade ist oder einigermaßen passt. Und dann fahre ich hier. Mir auf die Hand drauf. Auf die Kante rauf hier, dass er dann so hier drauf steht. Das hält er aus, der Reifen und so. Ich hoffe es zumindest. Also, Sie sehen jetzt live, wie Herr Survival Martin seinen Reifen schrottet. Ja, warte mal noch nicht. Jetzt berührst du. Ja, jetzt stehst du drauf. Mittig? Na, der Officer, musst du dir mal angucken. Oh, so Freunde. Damit er mal einen Eindruck gewinnt, so steht er jetzt da drauf. Also, ich denke mal, optimal ist es nicht für den Reifen, aber... Ja, also gesund ist das definitiv nicht. Ich werde das nochmal ändern. Wenn ich es schaffe, da raufzukommen. Da, so. Ja. Dass er denn hier so drauf steht. Ja. Dann kann ich was bis auf Kipp so hochfahren. Sieht man das auf der Kamera? Warte mal, ich zeig das mal. Zeig das mal im Detail den Leuten. So, so sieht das jetzt aus und der soll hier so hochkommen. Ja, ob das klappt. So. Wollen wir probieren? Yes. Ja, bis gerade. Haben wir ein Safe Word? Stopp ist das Safe Word. Alles klar, also ich fahre. Ja, ja. Bist du dran? Bist dran? Stücke Müll? Ja, ja, so kannst du. So, bleib mal. Bleib, bleib. So bleiben? Ja, na, jetzt bist du perfekt drauf. Okay, musst jetzt ist auch keine Kante oder auch was? Nee. Okay. Du bist jetzt genau in dieser Rille drin. Aber so richtig Höhe haben wir natürlich damit auch nicht gekriegt, ne? Wenn man es mal genau nimmt. Stopp. Guck mal, oder? Ja, ja. Ah, jetzt steht er auch genauso, wie ich ihn haben wollte. Jetzt ist er genau in der Mulde drin. Genau. Jetzt ist er genau in der Mulde. Ach, scheiße, steht er aber auch wieder so komisch. Nicht 100%, aber immerhin. Ich würde sagen, wir lassen das so. Oder was sagst du, Fritz? Ich bin generell nicht so ein Freund davon, aber es sieht noch okay aus. Schön sieht's nicht aus. Nee, wir sind aber auch in einer Notsituation. Richtig, Freunde. Ja. Da hat nichts schön aussehen. Da kann ja nicht jeder so eine Streckerreifen haben wie du da. Ist ja, ne, die sind ja fast dreimal so groß wie meine. So. Streckerreifen. Ja, so. Gut, ich mach. Kannst du das auch machen. Ist ja kein Problem. Oh, Mann, ich hab nur normale Reifen halt, ne? Aber das ist auch so eine Idee. Was meint ihr? Nochmal in Reifen investieren? Ja, das ist die Frage. Rein in die Kommentare. Sollen da Reifen drauf, die so wie Fritzseite sind? Oder was sagt ihr? Bommel hat ja auch welche drauf. So besser. Bommel hat auch welche drauf. Aber der hat einen T5. Hab ein T4. Haut mal rein in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählt. Ich bin da noch so zwiegespalten. Wenn ihr wissen wollt, wie man testet, ob tatsächlich das Auto gerade steht, es gibt einen ganz einfachen Trick. Aber ihr braucht dafür ein ganz spezielles Werkzeug. Und das ist eine Runtime-Dose. Und dann legt ihr die einfach oben auf euren Dachgepäckträger drauf. So. So. Und lasst die los. Und dann seht ihr, wow. Oh. Oh, oh, oh. Ja, also... Gerade ist anders. Ich muss mal kurz. Alter, wolltest du mir eine Beule reinhauen oder war das Junge? Hier drüben ist doch richtig geiles Material. Wenn Fritz sich gerade ums Holz kümmert, kümmere ich mich um meinen Innenraum bzw. Außenraum bzw. Schrägstrich, Stangenheizung. Richtig Bettaufbau und dazu schalte ich in die Innen-GoPro und sage, los geht's.
Bett ist fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Standheizung. Und ich werde mir heute Abend ein Thermometer in die Auto engen, damit wir gucken können, wie kalt ist die Wirklichkeit in die Auto. Und dann gucken wir morgen früh, wenn ich drücke auf Knopf. Und dann, wie warm ist es im Auto? Klappe die erste in der Beschreibung. So, dann machst du einfach nur so. So, ist das die Bahn? Kappe ab. Wir schalten die Standheizung erstmal ein. Zack. Wer wissen will, wie genau das Ding funktioniert, der guckt sich den 003-Teil an. Da habe ich alles ganz normal erklärt. Da steht doch alles mit Details und so weiter. Ich bereite die Standheizung vor. Und das halt im Schnelldurchlauf. Und da Fritz jetzt drüben ausbaut und sein Bett fertig macht, lucken wir mal ein bisschen mit rein. Oh, also rein. Reingehen ist da nichts. So. Ich bin mal gespannt, wie das löst. Tarnung ist das. Tarnung! So, Nummer 1 Hebel, nach vorne, zack. Okay. Zweiter Hebel. So, aha, weil so sitzen, dass du nicht mehr sitzen kannst, ist ganz wichtig. Es ist aufgeräumt. Ja. Sitz nach vorne. Ja. Zentralverriegelung hat er nicht. Weil ist Elektronik, könnte kaputt gehen. Hier ist noch ein bisschen Ausrüstung. Ja. Ist wichtig, hier ist mein wunderschönes Bettchen drin. Ja. Verletz dich bitte nicht. Oh. Okay. Ah. Jetzt kommt der Clou. Hier an der Seite sind so Haken dran, ein Seilzug. Und die hakst du hier oben in die Umlenkung vom Gurtsystem ein. Das gleiche auf der anderen Seite eingehakt. Ja, ja. So. Nice. Und jetzt kann man theoretisch mit diesen Seilen hier das Ganze noch verstellen. Ja. Hoch und runter. Ne? Kannst du theoretisch anheben, flach machen. Das ist ganz gut, weil wenn man nämlich ein bisschen abschüssig steht, kann man das anpassen. Aber ich finde es eigentlich schon ganz nett so. Ja? Das ist mehr als nur nett. Ja. Hier sind quasi ähnliche Sachen, wie man ihn vorne dran gebaut hat. Lüftungsgitter. Ja. Die habe ich aber noch gepimpt mit Klett und einem blickdichten Stoff. Nein. Weil, jetzt kommt nämlich der Clou. Ja. Wenn du die Dinger einbaust, kann von außen keiner reingucken. Aber du, einfach kurz Looky-Looky machen. Hoch. Und dann geht das los. Oh, krasse Dinger, echt schnell. Hier, lass mal das Hardfett reinlegen. Das brennt natürlich auch gleich noch ein bisschen mit. Ja. Gibt's bei Fritz heute? Chili con carne und Martin hatte den Tipp gegeben, das noch zu pimpen mit jungem Erbsen und Möhren. Habe ich noch nie probiert, ich bin gespannt. Und wisst ihr, was es bei mir heute gibt? Während Fritz sich hier sein Essen zubereitet, werde ich mal mein Essen zubereiten. Relativ unspektakulär, weil ich euch ja gesagt habe, ich will halt gucken, wie es sich anfühlt im Langzeittest mit Runtime-Fertignahrung bzw. Trockenpulver. So war ja der Prepper-Van ausgestattet. Leben in der Lage. So, ein bisschen Wasser. Tüte aufreißen. Schütteln. Ausblick genießen. Weiter schütteln. Das ist mein Abendbrot. Und mein Frühstück und mein Mittag. Mal sehen, wie viele Tage ich das durchhalte. Einziger Vorteil ist, es geht mega schnell. Nimmt wenig Platz weg und du brauchst nur einen Shaker, Wasser und das Pulver. Maja darf natürlich auch nicht fehlen. Kriegt jetzt auch der Fritz. Ordentliche Portion Fleisch. Guten Appetit. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben schon mal so einen geilen Spot hatte, aber jedenfalls nicht zusammen mit meinem Fahrzeug. Und der Mond leuchtet mir ins Gesicht, das Feuer wärmt mich und hinter mir steht meine Behausung. Einfach nur geil. Freunde, auf euch! Bis jetzt ist alles safe, keine Leute. Wir sind hier komplett alleine in der Wildnis. Das Feuer ist aus, habt ihr gerade gesehen. Und wir gehen jetzt ins Bettchen. Hier rein, hier rein. So, Maya ist in ihrem Schlafsack, jetzt bin ich dran. 10 Grad haben wir jetzt hier drin. Heißt, draußen müssen so knapp 0 Grad sein. Also die Standheizung macht auf jeden Fall genau das, was sie soll. Gute Nacht, Freunde. Schlaf gut.
Den ersten Tag nach dem Ernstfall haben wir überlebt. Keine Horden oder Menschen mit Mistgabel, die sich ums Auto versammelt haben. Ich sehe keine Brände. Alles sieht normal aus. Die Nacht war kalt, minus 4 Grad. Standheizung ist angeschmissen. Maya schläft noch. Tag 2 nach dem Ernstfall. Aber jetzt heißt es erstmal aufstehen, anziehen, was essen. Und dann heißt es Standort wechseln. Auf geht's. Guten Morgen, mein Schatz. Danke. Einen frischen Schlippi und ein paar frische Socken. Oh. So, und jetzt gehen wir mal gucken, was der Fritz so treibt. Ich glaube, ja, Fritz, ich schläft. So, Fritz ist wach. Heute zum Frühstück einmal Cookies. Willst du auch ein? Fang. Willst du trinken? Ja, nehmen wir auch noch. Hier ist Mayas Überlebenskit, beziehungsweise Rettungskit. Und fresh. Und dann sieht dann so mein Frühstück aus, ne? Guten Appetit. Ja, ein bisschen zerballert aus von der Sicht her. Hier können wir nicht bleiben. Das wird doch nichts. Wir müssen hier weg auf jeden Fall. Ja klar. Wird zu geil hier. Wäre schwachsinnig, wenn wir jetzt hier ausharren würden. Okay, Freunde. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Die Lage ist ernst. Wir müssen jetzt hier weg. Okay, dann mal los. Wir ja mehrere Tage unterwegs sind, muss natürlich die ganze Geschichte mit den Kameras und so weiter wieder aufgeladen werden. Und ich habe mir hier so eine Art kleine Schaltzentrale gebaut, wo ich quasi alles angeschlossen habe. Ich zeige euch das mal. So. Sieht ein bisschen wirrwarr aus, ist es aber gar nicht. Also man kann gut erkennen, hier wird der Akku für die Kamera geladen. Das Ding habe ich schon mal vorgestellt im Video. Wer das nochmal genauer sehen will, was das alles kann und was damit halt gemacht wird, der guckt nochmal in den alten Videos nach. 003, da war es quasi drin. Was haben wir hier genau? Die Fernbedienung für die Drohne. GoPro-Akkus, Hauptkamera-Akkus, ja, alles ganz wichtiges Zeug, was wieder geladen werden muss, damit es quasi für euch weiter Content produziert werden kann. Fritz, du fährst vor und bitte. Verstanden. Nein, ich habe da ein Problem. Mach keinen Scheiß, was ist los? Ach du Scheiße! Wir kommen nicht weiter, die Fahrt ist zu Ende. Fritz, gehen wir nach Hause. Ich habe eine Idee. Ich habe ein bisschen Material bei. Es sind nicht umsonst die ganzen Kisten da oben auf der G-Klasse drauf. Du meinst, wir kommen hier durch? Klar kommen wir hier durch. Wer wissen will, ob wir es schaffen, ob wir hier durchkommen, der wartet genau eine Woche ab und geht zu Fritz rüber auf den Kanal, denn da geht es weiter. Schon mal ein Klo mit Teppich gesehen? Leck mich doch am Zuckerli! Sieht ein bisschen improvisiert schräg aus, aber... Das heißt, ich koche ganz dekadent. Und jetzt verbrennt wahrscheinlich ja mein Essen, oh mein Gott. Mann, ich verlinke das einfach nochmal in der Videobeschreibung. Wir sind jetzt 7 Tage lang unterwegs. Es wird einige Videos geben, es ist so eine kleine Rap-Serie. Genau. Und wir wechseln jetzt immer von einer Woche hin und her von einem Kanal zum nächsten. Also beide Kanäle abonnieren, Glocke aktivieren und dabei sein. Vielen Dank an Runtime für Sponsoring, weil nur dadurch ist sowas möglich. Ich bin gespannt, ob wir hier rauskommen. Ich hab mega Schiss, dass der das verkackt. Und damit möchte ich mich verabschieden. Nicht vergessen, wer Spitz stirbt. Und zusammen sagen wir beide... Ciao! Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht, und am Ende überlebt er nur knapp.